Happy Halloween, ihr Lieben, und damit herzlich willkommen zu einem kleinen Halloween-Special. Wir spielen heute God's Basement. Dieses kleine Horrorspiel ist seit dem 17. Oktober letzten Jahres, also 2018, rausgekommen. Und wir spielen es heute nur hier, was? Nur hier? Eigentlich nicht, haben auch andere Kanäle gespielt, aber wir spielen das heute mal zu Halloween. Ich bin gespannt, es hat sehr gute Kritiken bekommen. Ich hoffe, die Lautstärke ist auch soweit in Ordnung. Ich bin nämlich sofort hier reingesprungen und habe es gerade noch ein bisschen tiefer gestellt. Aber die Ausschläge von OBS sehen soweit gut aus. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, wir gehen los. Gut, E ist interagieren. Und wir sind wie E und J im Büro. Ah, guck mal. Ah, ich dachte, ich wäre schon im Spiel irgendwie drin. Aufgrund der Akte, Fortschritt zurück. Es wäre sehr unangenehm für jemanden, der das gesamte Spiel bereits durchgespielt hat und bestimmte Teile davon nach einem Update noch einmal besuchen möchte. Wenn finden Sie und... Ja, naja, wir spielen das einmal komplett durch. Und haben Spaß. Ich drücke mal. Da kann ich nicht rein. Was ist, wenn ich ein neues Spiel mache? Ich bin gespannt, wo ich hinkomme. Also das hat mich gerade leicht verwirrt. Wir waren also schon im Menü drin. Ah. Jetzt geht's los. Ein wunderschöner Arbeitstag im Büro. Es ist doch ein bisschen leiser, wartet mal. Die Ausschläge von OBS sind nicht das... Oh, gut, das hat er also nicht genommen. Dann lasse ich das erstmal. Auf jeden Fall höre ich im Hintergrund... Ein Telefon vibrieren. Ein Telefon vibriert nur für uns. Hello and welcome to God's Basement, a place for special individuals such as yourself. Yes? I realize that you may be a bit confused at the moment, but don't worry, everything will be explained soon. You might not be able to remember everything about your past just yet, but those memories will return soon. You might be wondering who else is here, but you'll meet the inhabitants of God's basement soon enough. I know that I might seem suspicious, but for now, I'm going to need you to trust me. Whenever you're ready, exit the room and keep walking until you find the room with the blue light. From there, I'll provide further instructions. Also, if you see or hear anything strange or unusual, ignore it to the best of your ability. I'll talk to you once you reach the designated area. Good luck. Gut, ich ignoriere alles, was merkwürdig ist, was mich angreifen möchte, was mich töten möchte, was mich zerfleischen möchte, was mir die Eingeweide rausreißen möchte, was mich an Blutverlust sterben lassen will. Was gibt's noch? Egal, ich ignoriere es einfach. Ein Raum mit blauem Licht. Ja. Young, Kevin Young, Neil Young, Sarah Young, James. Ich bin ein James. Margaret und Frank Young. Ein Raum mit blauem Licht. Hi. Ist hier irgendwo ein blaues Licht? Ein tödlicher Unfall vom vergangenen Wochenende wird derzeit untersucht. Berichte sagen, dass ein älteres Paar zusammen mit ihrem Enkelkind auf einer Autobahn unterwegs war, als der Fahrer die Kontrolle verlor. Das Fahrzeug wich von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer, ein älterer Mann im Ruhestand namens Frank Young,
wurde bei dem Unfall zusammen mit seinem Kinderenkel Kevin Young getötet. Kinderenkel? Vielleicht Enkelkind. Die einzige Überlebende des Unfalls, Margaret Young, ist in einem stabilen Zustand. Gerüchten zufolge konnte Alkohol in dem Vorfall verwickelt gewesen sein, aber es gibt keine ausreichenden Beweise, um den Verdacht richtig abzuschließen. Gut, das waren die Großeltern, also Omi und Opi. Und Kevin. Kevin ist aber auch überall mit verwickelt. Oh, mein Bruder. Ah, mein Bruder. Hallo. Ich suche einen Raum, der blau ist. Oder sowas ähnliches. Gut, rennen können wir auch. Sehr schön. Soweit können wir hier nichts benutzen. Ranzoomen. Hätte ich das umdrehen können? Warte mal, vielleicht mit der Fernbedienung? Okay, ich dachte. Warum ist halt den echten Hasen? Oder ich muss ein bisschen leiser machen. Warte mal, ich glaube, die sparen. Twinkle little star. Oh, I wonder what you are. Warte, vielleicht können wir jetzt irgendwas? Es klimbimmt da ja immer noch rum. Ja. Blutig. Jetzt müsste irgendwas neben mir stehen. Oh Gott. Willkommen im Leben danach. Sie erinnern sich nicht an alles. Ihre Erinnerungen werden in Kürze zurückkehren. Abschließend vertrauen Sie dem Operator. Na klar. Und hierzu will er nichts sagen. Alles klar.
Oh, it's the key. Oder so. Jo, ich komm weiter. Das mit den Esel war jetzt ein bisschen doch. Wo plötzlich steht da woanders? Ach, was gibt's? Donuts? Ich hab's gehört. Und es war uncool. Richtig uncool. Muss ich vor irgendwas wegrennen? Ich weiß es nicht. Den nehme ich mit. Ah, okay. Wenn sie... To God's basement. Trust the operator. He will guide you. Ich habe mich gerade erschrocken. Edina. Bisschen dunkel, ne? Ich hoffe, ihr seht soweit alles. Ja, komm. Hier ist soweit nichts. Ist da ein Gesicht? Das sieht so aus, als ob da gerade irgendwas durchguckt. Wusste es. Ich mach's, glaube ich, doch noch ein bisschen. Wartet. Audio. Kamera. Bisschen. Ob das was gebracht hat, ich weiß es nicht. Ich sehe keinen Unterschied. Es ist niemand da. By the way, I forgot to mention who I am. Just call me the operator for now. It's not an official name, but I find it quite catchy. You're making great progress so far. We've been having some issues with the lights recently, so you'll need a flashlight. There's one in the next room on a table, next to a radio. It'll be quite handy in the upcoming areas. I know that this may not be what you expected, but the truth is, there are many versions of life after death, and God's basement is one of them. Thank you for trusting me. Your cooperation is greatly appreciated. Once again, if you run into anything suspicious or strange, ignore it to the best of your ability. I'll talk to you again in the next room, after you retrieve the flashlight. Good luck. Ich soll's also ignorieren. Wird ein bisschen schwer. Eine... Taschenlampe... neben einem Radio. Es ist so verdammt dunkel. Hallo? Ah! Was haben wir hier? Sehr geehrte Mutter, tut mir leid, dass ich deine Anrufe nicht beantwortet habe. Ich weiß, dass es nicht deine Schuld war, aber der Verlust von Kevin und Dad hat uns alle stark belastet. Ich denke, Sarah und ich brauchen nur etwas Zeit, um zu trauern und zu akzeptieren, was passiert ist. Pass auf dich auf, dein Sohn Neil. Oder Neil? Malche? Gut, wir haben... Was ist das denn für ein... Okay,
Alles klar. Papst, du wolltest doch mit mir nochmal reden. Wenn Sie sich drehen, keine Sorge, die Kamera, die Lampe kommt ein bisschen später noch dazu. Alter. Alter, bis die Kamera wirklich, Kamera, ich meine, Taschenlampe hinterherkommt. So, Kumpel, ich habe die Taschenlampe. Ah. Flashlight. Past this door, things can get quite dangerous. Your memories from your past life are still probably blurry, but they'll start coming back shortly. For the time being, make your way down through the hallway. I highly advise you not to spend too much time looking around. Das bekomme ich hin. If anything makes an attempt to get your attention, ignore it to the best of your ability. Anything or anyone approach you, do whatever is necessary to avoid contact with that entity. Most importantly, do not, I repeat, do not acknowledge their existence. If you follow these guidelines, you should be just fine. Give me a minute or two to unlock the door. Once the screen shows that it is unlocked, you may proceed. I'll see you again soon. Good luck. Ich warte hier. Ich ignoriere alles. Alles und jeden. Einfach den Flur runter, ohne auf irgendwas zu achten, bekomme ich hin. Ich finde, die Taschenlampe bringt absolut gar nichts. Kann man sich hier hinsetzen? Hast du vielleicht einen Riegel, Schokoriegel oder so? Gut, ein, zwei Minuten sollen wir warten. Bin ja mal gespannt. Ist auch erstaunlich, dass er wirklich so lange braucht. Ich sehe mit der Taschenlampe rein gar nichts. Wirklich, absolut gar nichts. Kann ich mich eigentlich ducken? Nö. Aber rennen können wir. Grün. Grün. Grün, grün, grün. Lass mich raten, ich gehe mal da hinten hin. Ich ignoriere alles. Das bekomme ich ja gut hin. Was ist das? Alter, ist das? Ich muss das ein bisschen heller stellen.
Minimal, nur bis schneller, ich bin ja schon da. Es bringt nichts. Kann nichts machen, wartet mal. Er hat ja auch gesagt, Hinweise. Achso, das dauert noch ein bisschen. Wir können nämlich auch Hinweise uns holen. Er hat doch gesagt, den Flur runter. Ja. Das Gefühl, dass da irgendwas... Sieht jedenfalls hier so aus, als ist hier irgendwas... Alles ignorieren, was geht. Ganz kurz, ihr Lieben. So, meine Lieben, es geht weiter. Bitte entschuldigt, es hat gerade nämlich an der Tür geklingelt. Da muss ich gerade mal kurz rangehen. Ja, und der Hinweis wurde uns jetzt währenddessen aufgedeckt. Ja, wir gucken einfach mal. Ich verstehe den Hinweis eh nicht. Deswegen... Gucken wir mal nach. In Bädern. Woher soll man das denn bitte wissen? Alter, was bist du denn? Ist sie eklig gewesen? Ich will da nicht lang. Ei, ei. Ja, moin. Ja, moin. Also das mit dem Tisch hätte ich, glaube ich, nie wissen können. In other news, a car crash resulted in the death of a grandfather and an infant child. Authorities reported that the car swerved off the road and crashed into a tree. The only survivor was the grandmother of the infant child. Although she suffered major injuries, she is currently in stable condition. Authorities also reported that the grandfather was driving the vehicle and that alcohol might have been involved in the incident. Gott tut mir nicht vergeben. Lese ich das gerade richtig? Oh,
Müllsack. Müllsack. Lass mich raten, ich komme momentan hier nicht raus. Doch. Sorry, ich wollte eigentlich nicht gucken, aber ich war leicht verwirrt. Ah, jetzt kommen wir weiter. Na klar, wir sollen uns nicht ablenken lassen. Ich wäre einfach nur gerade ausgelaufen, aber nö. Wir müssen natürlich überall hin. Sie haben nie einen meiner Briefe oder meine Anrufe beantwortet. Ich wartete eine Ewigkeit, um den Klang ihrer Stimme zu hören. Na holla, da musste ich mich mal gerade kurz räuspern. Gut, ich soll wahrscheinlich einfach weiter geradeaus gehen. Und eigentlich soll ich mich ja nicht so richtig umschauen. Ich glaube, das Mikro ist auch viel zu nah an meinem Mündlein dran. Ja. Hör auf zu heulen. Großmama, bist du's? Omi? Omi, liebe, ne? Ich will mich gerade nicht umdrehen. Omi, liebe. Langlebe Hinweise. Oh, stellt euch mal vor, ihr hättet dran gezoomt und würdet euch umdrehen und direkt hinter euch steht eine. Wird euch fressen. Nee, das ist falsch. Ja, ich warte wieder auf den nächsten Hinweis. Ist wahrscheinlich sehr kompliziert. Wartet mal. Oh. Ich bin rangegangen. Warum willst du nicht abnehmen? Errungenschaft freigeschalten. Omi wird sauer. Oh, nice. Gut, das hat doch funktioniert dann. Ich dachte schon, das würde nicht funktionieren. Was ist denn jetzt passiert? Kapitel 2. Jetzt bist du dran. Nein, stand da nicht.
Haben wir hier. Sehr geehrte Mutter, hey, ich weiß, es ist eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben, aber ich wollte dich nur wissen lassen, dass die Lieferung erfolgreich war. Es ist ein vollkommen gesunder Junge, und was? Wir haben ihn James genannt. James kam per Lieferung. Per Hermes oder so. Er ist absolut bezaubernd und ich kann es kaum erwarten, dass du ihn kennenlernst. Pass auf dich auf, dein Sohn Neil. Die Lieferung ist erfolgreich gewesen. Ich hab'n Sohn. Wie? Sie ihn liefern lassen? Ja, per Pizza-Service. I'm glad you made it through in one piece. Whatever you saw might have jogged your memory a bit, even though all of it occurred before you were born. Your parents, Neil and Sarah Young, had a son named Kevin. Your grandparents were looking after him when an unfortunate incident occurred. After losing their only son, your parents decided it would be best to create some distance between your grandmother. Although she tried her best to seek their forgiveness, the grief they felt was too painful. For a long time, they stayed out of contact with your grandmother. After a few years, they had you, James Young. They still were quite distant with your grandmother, possibly afraid the same incident might happen again. I don't want to bore you too much with those details. There is something I require from you. For you to unlock more of your memories, you need to go deeper into God's basement. To do that, you need to retrieve a security card to get past the door to your right. Fortunately, there is one down the hallway to your left. Just follow it all the way down, past the area with the red lights, and it should be in a storage room filled with shelves. Once you retrieve it, bring it back and slide it across the panel next to the door. I know you still have your suspicions, but I swear all your questions will be answered. Once you have a complete understanding of your past life, I'll tell you what God's basement really is, but you have quite some ways to go. Keep doing exactly as I say. And one last thing. Good luck. Danke. So, dann wollen wir mal an den ganzen Sachen vorbei. An den roten Lichtern. An Omi, die immer noch heult. Wir wurden adoptiert. Da können wir irgendwas machen. Was haben wir hier? Letzte Nacht hatte ich einen Traum. Ich ging auf meinen Sohn und seine Familie zu. Sie sahen so glücklich aus und ich sehnte mich danach, ein Teil davon zu sein. Während ich weiterging, schrumpften sie immer weiter und wurden immer weiter entfernt. Entfernten sich immer weiter. Selbst als ich mein Tempo erhöhte, nahm der Abstand zwischen den Beinen exponentiell zu, bis sie verschwanden. Ich habe sie seit dem Unfall nicht mehr gesehen. Mein Sohn schreibt mir ab und zu, wird aber nie einen meiner Anrufe beantworten. Ich habe seine Stimme seit Jahren nicht mehr gehört. Wir hatten kürzlich ein weiteres Kind, einen bezaubernden kleinen Jungen. Ich möchte ihn unbedingt sehen. Mein Sohn schrieb mir, dass er es kaum erwarten konnte, dass wir uns trafen. Ich bete, dass er sein Wort hält. Margaret Young. Hi, ich bin Kevin. Ach nee, ich bin James. James, sorry. Ach Mensch, falsche Person.
Lass mich raten, ich muss die richtige Reihenfolge finden. Oh, guck mal, was? Ich wollte es nicht sehen. Ich wollte nur gucken, ob es richtig ist, aber ich habe die ersten beiden gelesen. Die 5. Das bekomme ich schon selbst hin. Scheint falsch zu sein. Sehr schön. Ist das dunkel? Bis zu einem Lagerraum? Ich habe immer Schiss, dass irgendwas direkt vor mir dann steht. In einem der Regale. Muss ich der Musik folgen? Meint er doch in einem der Regale? Hier passe ich sogar auch durch. Hier ist das Radio. Ah, da. Ignorieren. Er hat gesagt, alles ignorieren. Alles ignorieren, was vorhanden ist. Alter. Gut, weiter geht's. Einfach alles ignorieren. Wie ihr und die Scheiß drauf. Das Blut. Ignorieren wir. Quasi. Sehr geehrte Mutter, wie geht es dir so? Es war ziemlich hektisch hier drüben, Familie und Beruf in Einklang zu bringen. James ist jetzt etwa ein halbes Jahr alt. Der wächst gesund. Ich habe schlechte Nachrichten. Möglicherweise muss ich wegen meines Jobs in den nächsten Monaten in einem anderen Staat umziehen. Ich weiß es noch nicht genau, aber es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Umzug. Ich weiß, dass ich versprochen habe, dich zu deinen Enkel zu lassen. Und ich wollte dich wirklich zu ihm lassen, aber es ist schwierig, die Zeit zu finden. Ich halte dich über alles auf den Laufenden, dein Sohn Neil. Ich glaube, wo ein Weg ist, ist auch ein Weg. Und naja, was für eine Ausrede. Komm, ich zeig dir den echten Hasen. In other news, a car crash resulted in the death of a grandfather and an infant child. Authorities reported that the car swerved off the road and crashed into a tree. The only survivor was the grandmother of the infant child. Although she suffered major injuries, he is currently in stable condition.
Authorities also reported that the grandfather was driving the vehicle and that alcohol might have been involved in the incident. Omi! Drin. Na, wer weint denn da in der Kiste? Ah. Kann damit nichts machen. Danke. Omi braucht einen Freund. Oder? Nächstes Kapitel, hier wirst du tot sein. Since I've last seen you around. Eigentlich nicht. By now, you should have some idea of the history between your grandmother and your parents. After the accident occurred, there was extreme tension between them. It was understandable given the context of the situation. Your parents wanted some space due to the grief they were experiencing. Your grandmother, dealing with the guilt and loneliness, longed for support and forgiveness, something your parents did not grant. I promise we'll get to your part of the story soon. To satisfy your curiosity for a bit, I'll tell you a small truth about God's basement. God's basement is a place to reflect on your past life. That statement might be a bit broad, but I'll tell you more as you continue your journey. As for this area, there seems to be a locked door with a keypad. I'm sure you'll figure it out. I'll see you around soon. Good luck. See you around. Okay, die Tür war vorher nicht da. Ich glaube, ich habe die Hälfte gerade nicht mitgelesen. Ich will hier nicht sein. Wenn jetzt plötzlich die Omi kommt. Bin ganz still. Das Gefühl gleich habe, dass irgendwas kommt und mir ins Gesicht springt. Vielleicht sollte ich nebenbei ein bisschen mehr quatschen, dann ja, naja, ihr wisst schon, dann bin ich leicht abgelenkt.
minimal abgelenkt. Eigentlich gar nicht, aber ich quatsch einfach weiter. Nee, doch. Hier müssten wir irgendwo vielleicht den letzten Schnipsel haben. Ich habe mir jetzt gerade nicht gemerkt, wo ich die Schnipsel eingesammelt habe. Warum geht eigentlich immer das Licht hier aus? Das ist leicht uncool, aber nur leicht. Total uncool. Ah! 0911. Der Notruf in Amerika. 911? Doch, eigentlich schon. Gleich wird was kommen. Oder auch nicht. So. No. Ah. Okay, sorry. War wieder so fixiert auf die linke Maustaste. Servus. Ist das dunkel? Komm, ich zeig den echten Esel. Esel. Ja, la 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 la. Ich starr dich an. Vielleicht passiert ja irgendwas. Habe ich irgendwas verpennt? Ich weiß, ich drück zu schnell mal drauf. Aber hey, geh nochmal zurück. Vielleicht quatscht er noch mit uns? Nein, er will nicht mehr mit uns quatschen. Dann verflümen wir uns nochmal zurück. Nö. Ich bin... Kann man irgendwas unten mit den Schnipseln machen? Nein. Oh, nee, oder? Ich habe das als Bohnen
an... Can I... Kann ich ihn sehen? Ja, da. Darfst du klopfen? Weg. Einfach nur weg. Ich habe die Notiz überhaupt nicht. Ich habe die, wie gesagt, als Bohnen angesehen. Es wird dunkel. Es war mir so klar, dass hier zu meiner. Alter, ist sie eklig. Das ist so gut. Da kommt gleich irgendwas. Jetzt können wir. Alter, ist schon gut gemacht worden, das Spiel. Ich hoffe nur, dass Omi bald nicht kommt. Es tut mir leid. Das Problem ist, ich sehe absolut gar nichts. Und das ist so ein Ding. Alter! Oh. Da steht die Alte hinter mir. Nicht tot? Nein, ich bin nicht. James, I hope you're okay. That looked like it probably hurt. Good news.
This room looks relatively safe. Sicher aussieht. I also have some more good news. You're going to be exploring your early childhood memories. For the most part, you were raised by your grandmother. A good chunk of your memories have manifested themselves in the form of journal entries. Read those carefully as they represent your thoughts and emotions at the time. You probably thought you'd be stuck in that dimly lit, creepy office area forever. At least you're getting a change of scenery. God's basement tends to manifest itself in an unusual way. The more you remember about your childhood, the creepier things can get. Remember when I asked you to ignore anything unusual? Well, that was just a joke. It's obviously there for a reason. The only reason I said that was to frighten you. I find it quite amusing. Well, I should probably wrap this monologue up. Find more about your past. Ach, geil. One last thing. Good luck. Da ist ein Kaffeefleck dran. Ist er blöd gelaufen? Was haben wir hier? An diesem Wochenende tauchte ein brutaler Tatort. Was? Tatort in einem ruhigen Vorstadtviertel auf. Zwei Opfer, Neil Young und Sarah Young, wurden von einem unbekannten Angreifer brutal erstochen. Wow, unsere Eltern. Die beiden Eltern hinterlassen einen Säuglingssohn. Behörden haben keine Spur und es wurde berichtet, dass jedes Opfer über 30 Mal erstochen wurde, was dazu führte, dass das Gesicht der Opfer stark verzerrt und gemangelt wurde. Stark entstellt. Dieses brutale Verbrechen hat die lokale Bevölkerung schockiert. Es war Großmutter. Kannst du es hören? Rauschen? Der Klang der Stille? Ja, kann ich. Nicht ernsthaft, oder? Ich liebe mein Leben. Eule! Sind wir denn jetzt in unserer Wohnung? Ach, das kann man lesen. Großmutter benimmt sich in letzter Zeit seltsam. Sie scheint sehr vergesslich zu sein und verlegt viele ihrer Sachen, wie Autoschlüssel und Medikamente. Es war mein Geburtstag letzte Woche, aber ich glaube, das hat sie auch vergessen. Ich gehe ziemlich bald in die Mittelstufe, also bin ich deswegen etwas nervös. Ich hoffe, es geht ihr bald wieder besser. James, wir James. Ich, ihr kleiner Junge James. Ich hoffe, ich kann... Eine ganz tolle Wohnung, ne? Oh Gott. Großmutter benimmt sich wieder seltsam. In letzter Zeit habe ich zufällige Buchstaben auf all den Bildern und Gemälden gefunden, die wir aufgehängt haben. Es gibt immer nur einen roten Buchstaben, der zufällig in das Bild eingezeichnet ist.
Ich frage sie danach, aber sie sagte, sie erinnere sich nicht, die Briefe geschrieben zu haben. Was für Briefe? Irgendwie spinnt so ein bisschen meine Stimme. Ah, nee, das hatten wir. Ich habe gerade was gehört. Buchstaben im Gemälde. Hier ist nichts. Auch nichts. Sorry, ich muss mich irgendwie gerade des Öfteren räuspern. Da ist nichts. Da ist ein M. Ich schreibe mir das vorsichtshalber mal auf. M. Ich habe voll krass ein M gefunden. Da sehe ich auch nichts. Sehe ich auch nichts. War hier nicht auch ein... Ach, vielleicht muss ich auf das M raufdrücken. Wartet mal. Oh, ich habe doch raufgeguckt. Da ist jetzt ein M drauf. Gut, okay. Leichte Verwirrung ist schon drin. Hier ist nichts. Auch nichts. Müsste eigentlich U plötzlich irgendwas rauskommen. Da sehe ich keinen Buchstaben. Da sehe ich auch momentan keinen Buchstaben. Da sehe ich auch keinen.
Voll krass, auch nicht. Und da sehe ich. Ja, ich habe ein M gesehen. Habe ich gerade gesagt, ich habe ein M gesehen? Ich habe kein M gesehen. Ja. Ihr hier irgendwo rote Buchstaben gesehen? Ich guck doch das öfter. Ich kapier's nicht. Warum übersehe ich die? Ganz ehrlich, die waren die ganze Zeit nicht da. Die kommen nach und nach und das dauert wahrscheinlich immer ein bisschen. Und ich schieb schon Panik, dass ich hier irgendwas falsch mache. Neues. Also ganz ehrlich, ich sehe. Entweder dauert es eine Weile, bis die erscheinen, oder ich bin komplett blind. Könnte auch möglich sein. Ein D. Ich guck mal lieber noch mal rauf. R und D, glaube ich, fehlt noch. Vielleicht muss ich das mit ein bisschen mehr Licht machen. Vielleicht sehen wir die dann besser. Da. Und noch ein R. Frage, ob die dann auch da oben sein könnten. Wartet, ja, stimmt. Mal kurz drauf gucken, damit er vielleicht den nächsten auch wieder spawnt. Ja, wäre schön. Ah, da. Okay, die haben einfach nur ein bisschen länger gedauert. Last weekend,
A brutal crime was committed in a quiet suburban neighborhood. The two victims were a young couple, recently turned parents, that were viciously stabbed while sleeping inside their bedroom. Authorities reported that the bodies were mutilated to the point of being unrecognizable. The two also left behind an infant son. Currently, there are no suspects or leads as to who committed the murder, but authorities are adamantly investigating the situation. Mörder. Retro. Großmütterchen war's. Kam ich gerade hier echt nicht hoch? Großmütterchen. Weil sie ihren geliebten Enkel nicht sehen durfte. Etwas wirklich Seltsames passiert mit Oma. Sieht nicht aus wie sie selbst. Sie fühlt sich sehr distanziert und weniger lebendig. Mann, sie fühlt sich... Was? Sie redet nicht mehr so gerne wie früher. Sie wirkt sehr ruhig, als ob sie immer an etwas denkt. Leider wird ihre Gewohnheit, Dinge zu vergessen, nicht besser. Sie vergisst oft, ihre Medikamente einzunehmen. Also muss ich sie sehr oft daran erinnern. Ich hoffe, ihr Zustand verbessert sich. James. Warum muss ich immer meinen Namen hinter einen Text schreiben, den ich selber geschrieben habe? Oder ist es sein Tagebuch, aber ja, keine Ahnung. Mütterchen. Ich sehe tote Menschen. Gelegentlich. So des Öfteren schon, ja. Ich spreche auch mit mir selber. Also manche Rätsel, glaube ich, würde man doch nicht drauf kommen? Was ist das? Habe ich schon wieder irgendwas übersehen oder so? Oh! Willkommen zu Hause. Warum gerade die Tür, die dunkel ist und schwarz und da sich irgendwas bewegt? Egal, wir gehen durch. Ignoriere alles. Ich will nicht so nah ran. Ah, da steht was an der Wand. Nee, doch nicht. Ich mach Ton aus.
Ich mach leiser. Entry number 8. Recently my grandmother has been acting strange. I've been waking up in the middle of the night hearing her crying. I usually find her pacing back and forth aimlessly. She usually won't even notice I'm there until I make my presence known. After she notices me, she gives me this blank expression, then walks away back into her bedroom. Sometimes I'll press my ear against her door, and I'll hear a distorted version of this classical song she always listens to. Although these incidents are rare, they still creep me out. It happens about once every few months. Hopefully she gets better. Alter, sie ist abgehauen. Komm zu Hause. Willkommen zu Hause, James. Kleiner perverser Junge, ist mich was? Omi? Über sowas reden wir nicht. Also bis jetzt ist das Spiel doch schon ziemlich gut. Ist zwar kaum was oder gar nichts passiert, aber die Stimmung und Atmosphäre ist genial. Okay, dann gehen wir zuerst hier lang. Oma, weißt du, wo du deine Socken hast? Ich beginne mein erstes Jahr auf der Highschool. Ich bin ziemlich nervös, deswegen, aber gleichzeitig aufgeregt. Weil, was? Bin nervös und aufgeregt. Ist doch dasselbe, oder? Bei meiner Großmutter wurde kürzlich die Parkinson-Krankheit diagnostiziert. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Diagnose hat sie nicht wirklich in eine Phase gebracht. Sie wirkt heutzutage viel weniger lebendig und hört die meiste Zeit nur noch Radio oder Fernsehen. Ich versuche mit ihr über aktuelle Ereignisse und beiläufige Themen zu sprechen. Aber ihre Antworten sind düsterer und langweiliger als zuvor. Ich würde ihre Aura nicht als deprimierend oder düster bezeichnen. Ein genaueres Wort wäre hohl oder leer. Es ist fast so, als ob ein Teil von ihr irgendwo abgetrieben ist und noch nicht zurückgekehrt ist. Sie hätte solche Episoden schon früher gehabt, aber die Häufigkeit und Länge der Episoden scheint zu steigen. James. Was macht denn hier so eine Geräusche? Was ist das? Wartet mal. Bevor wir weitergehen, hätte ich vielleicht... Nein, okay. Ist das ein Stuhl? Hier waren wir vor kurzem. Ich will nicht. Ich glaube, die Oma ist besessen. Liegt noch was? Heute habe ich einen Teilzeitjob als Nachhilfe für das Kind meines Nachbarn bekommen. Ich kann noch keinen richtigen Job bekommen, da ich erst 14 bin, der arme Junge.
Aber zumindest wird mir das eine Art Einkommen verschaffen, was die Gesundheit meiner Großmutter betrifft. So hat es keine größeren Veränderungen gegeben. Sie bleibt uninteressiert und immer distanziert, wenn ich mit ihr interagiere. Hui, meine Stimme will auch gleich mal Halloween feiern. Etwas Seltsames ist heute passiert. Ich habe sie dabei erwischt, wie sie sich mit dem Radio unterhielt. Die Sache ist die, das Radio war die ganze Zeit aus. Sie stritt damit hin und her, als wäre es ein echter Mensch. Es erinnerte mich irgendwie an die verrückten Menschen, mit denen man bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel zu tun hat. Ah, das kenne ich. Es ist irgendwie versaut, dass ich es nur ein kleines bisschen lustig fand. Ich werde wahrscheinlich in die Hölle geschickt, weil ich darüber gelacht habe. Aber ich konnte nicht anders. Ich habe einen schlechten Sinn für Humor. Ich liebe sie zu Tode und es schmerzt mich zu sehen, wie sie sich so verschlechtert. Ich hoffe, es geht ihr besser, James. Das heißt, ich hoffe, es geht ihr bald besser. Ist das fucking dunkel hier? Hier kann ich nicht... Ach, hier liegt noch was. James, es tut mir leid, dich zu stören, aber ich habe meine Schlüssel irgendwo verlegt. Kannst du sie bitte für mich finden? Platzieren Sie sie einfach neben diese Notiz, wenn Sie sie gefunden haben. Sie sieht's nicht. Das heißt, ich komme hier momentan nicht raus. Omi hat ihre Schlüssel verloren und hat mich gesiezt. Sehr höflich. Omi, du hast die Schlüssel verlegt. Schande über dich. Oder so. Omi hat die Schlüssel verlegt. Kann ich mich ducken? Das wäre nämlich von Vorteil, dann könnte man die... Nein, das hatten wir schon. Omi hat die Schlüssel verlegt. Ach Mensch, Omi. Da war was. Ah! Gefunden! Omi! Das hatten wir ja schon. Weg damit. Oh. Hast du dich verlaufen? Ja, so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Will ich hier sein? Nein. Hier nochmal gucken. Oma. Mimimi, gestern Abend habe ich meine Großmutter erwischt, wie sie auf ein Bild in der Mitte des Flusses starrte. Es war mitten in der Nacht und ihre Augen waren auf das Bild gerichtet. Es war irgendwie unheimlich, sie davon, verzaubert zu sehen. Nachdem sie ihn mindestens eine halbe Stunde lang angestarrt hatte, ging sie beiläufig davon. Ich habe mir das Bild genauer angesehen und es war völlig leer. Es war buchstäblich ein leeres Stück Papier, auf das sie starrte. Wenigstens habe ich gute Nachrichten. Ich habe eine Gehaltserhöhung von meinem Nachhilfejob verdient. Ich habe angefangen, das Kind eines anderen Nachbarn zu betreuen. Also verdiene ich mehr Geld. Juhu, ich habe gerade mein erstes Jahr der Highschool abgeschlossen.
Also bin ich froh, dass ich den ganzen Sommer über etwas zu tun haben werde, das mich beschäftigt und mich um meine Großmutter kümmert. Und mich um meine Großmutter kümmert, so ungefähr. Muss ich jetzt ein Bild anstarren? Ja, die Tür ging ja so weit auf. Nein. Nein. Und von da kamen wir ja. Willst du? Vergeben? Willst du ihr vergeben? Willst du ihr niemals? Willst du ihr niemals vergeben? Never. Never ever. Willst du ihm, hier ist ja er, willst du ihm niemals vergeben? Niemals. Ah, warte, willst du? Willst du? Willst du ihm never er wird dir niemals vergeben? Fußstampfen gehört. Alter. Ich bin leicht schockiert. Ich habe das Gefühl, dass jeden Augenblick irgendwas um die Ecke geschissen kommt. Die andere Seite, da macht es auf. Pippi in der Hose. Ein bisschen. Oder vielleicht auch nicht. La 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 la. Ist soweit nichts. Irgendwas auf dem Tisch. Warum muss es immer so dunkel sein? Ich wachte mitten in der Nacht auf, als die Platten zerbrachen. Ich raste aus meinem Zimmer, um zu sehen, was los war. Ich sah sie in der Küche immer wieder versuchen, einen Teller von der Küche ins Esszimmer zu tragen. Während sie zum Esszimmer ging, ließ sie den Teller fallen
wiederholte den Vorgang. Ich ging zu ihr hinüber und führte sie zurück in ihr Schlafzimmer. Ich habe eine kleine Barrikade errichtet, damit sie nicht so leicht herauskommen kann. Sie hätte sich wirklich selbst verletzen können. Vielleicht sollte ich einfach eine Barrikade einrichten, damit sie nicht jede Nacht aus ihrem Zimmer kommt. Ich bin gerade mitten in meinem zweiten Jahr an der Highschool. Es war wirklich hart, die Schule, Freunde und die Betreuung meiner Großmutter auszugleichen. Meistens muss ich gesellschaftliche Ereignisse ablehnen, weil ich zu Hause bleiben und sicherstellen muss, dass sie nichts Verrücktes tut. James. Oh, vergib deiner Großmutter, das ist das Alter. Wirklich. So geht's uns einmal. Hoffentlich nicht. Never give up. Mist. Tanzt ein lieber Butzemann in meine Gras herum. Dildum. Großmutter? Pardon. Das war das Einzige, was ich dazu hätte sagen können. Also ganz ehrlich, wäre ich da in diesem Spiel, ich glaube, ich wäre schon längst tot, weil ich die Tür nicht höre. Das erinnert so ein bisschen an ET, heißt das Spiel so? Was einmal Silent Hill werden sollte, die vor die, der, ihr wisst schon, ja genau. Hier kann ich nichts machen. Und dann war ich hier eigentlich richtig? Warte mal kurz. Ja, da gucke ich mal kurz. Gehen Sie hin und her, bis eine Platte zerspringt. Ich gehe hin und her. Ich gehe hin und her, aber ist doch schon zersprungen. Ich gehe hin und her. Mann, der eine Teil ist weit geflogen. Gut, dann werden wir einfach mal hin und her gehen. Ist eine Platte zersprungen. Irgendwann. Ich will hier nicht lang, aber ich gehe trotzdem. Was?
Das wird immer dunkler. Ich sehe schon gar nichts mehr. Ich glaube, ihr seht auch überhaupt nichts. Ich mach's mal ein bisschen heller. Na, Strotte. Das Licht an. Warte, Brief, Zettel zum Lesen, zum Reinschnuppern? Nein. Umi? Lass mich raten, ich soll hier... Pardon. Auch jetzt wieder hin und her. Ich habe noch keinen Zettel gefunden. Das ist nichts. Geht das jetzt weiter? Jetzt müsste so ein komm, wo die drauf sitzt und mich anschreit. Mhm. Sorry Leute, aber ich glaube, ich brauche Tipps. Geh noch weiter. Wahrscheinlich heißt es dann bleib so lange da, bis die Musik aufgehört hat. Umi möchte die Musik hören. Irgendwas muss in diesem Raum sein. Fixiere. Oder fixiere. Gehen Sie mit dem Ra... Dem Ra. Wie soll man darauf kommen? Das Place. Gott ist nicht da. An diesem Ort wohnt er nicht. Gott ist nicht da. Niemals wird dir hier helfen. Fuck. Das ist gemein. Und jetzt? Kommst du angerannt?
Check cap, check, 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 check your booty. Ich renne hin. Banane! Banane, Banane, Banane. Keine Ahnung wieso, aber Banane. Alter, ist die Alte gruselig. Er fängt die erstmal an zu zucken. Eine Zuck-Zuck-Tanke. Zuck-Zuck-Zuck-Zuck-Zuck-Zuck-Tante. Aua. Ja? Bitte stürz nicht ab. Das wäre uncool. Komm, wir haben es nämlich fast. Ich glaube doch, so langsam müssten wir es haben. Wie nachdem, wie wir uns angestellt haben. Ja. Oh Gott sei Dank. Ich dachte schon. Auf ein neues. Oh, ist zu. Wow, krass, ist zu. Wow, krass, ist auf. Ich fange an, mir Sorgen um die Zukunft zu machen. Großmutters Zustand wird immer schlimmer. Wird sie für den Rest ihres Lebens so bleiben? Ich hoffe nicht. Was passiert, wenn ich zum College gehen muss? Wer wird sich um sie kümmern? So wie es jetzt ist, kann ich sie kaum 2 Sekunden lang alleine lassen, ohne dass sie etwas kaputt macht. Ich bin derzeit in meinem 3. Jahr der Highschool, also habe ich noch ein wenig Zeit, darüber nachzudenken. Hoffentlich komme ich später auf eine Lösung. James. James? Was hast du denn getan? Wartet, wir gucken erstmal. Oh. Fuck, das ist ja groß. Es tanzt ein Bi-Putzim. Ich weiß auch nicht, warum ich immer anfange zu singen, wenn... Gut, dann wollen wir erstmal hier rein. Palim, palim. Ich bin ein... Okay, ich guck nochmal bei den anderen. Ich gehe einfach mal weiter. Was ist das? Ich habe gerade mein Abschlussjahr an der High School begonnen. Es ist an der Zeit, darüber nachzudenken, was ich nach der High School passiert. Punkt. Ich habe mich kürzlich für dieses Stipendium beworben. Es würde im Grunde alle meine Ausgaben bezahlen. Einschließlich Unterricht, Unterkunft und Verpflegung und alles andere. Mein größtes Problem im Moment ist meine Großmutter. Wir haben nicht wirklich Verwandte oder jemanden, der sich um sie kümmert, außer mir. Muss ich mich für den Rest ihres Lebens um sie kümmern? Die Antwort scheint ja zu sein. Ihr Zustand wird immer schlimmer und schlimmer. Ich weiß, dass das egoistisch ist, aber ich bin ziemlich verbittert über diese aktuelle Situation. Ich muss immer wieder Opfer bringen, um ihretwillen.
Hoffentlich fällt mir eher früher als später eine Lösung ein. Das ist James. Ich glaube, das geht komplett in eine falsche Richtung. Alter, really? Für eine Omi sieht sie aber noch ganz schön knackig aus, ne? Vielleicht geht die Tür hinter mir auf. Kann nicht laufen. Oh, mein Lieb. Will hier nicht sein. Oder wer ist die Omi? Alter, tschüss. Alter, warte mal. Es tut mir leid, aber steht da was? Gucke die Omi an? Wenn ja, ich will nicht. Oh, wartet. Hast du dich verlaufen? Wie kann man verloren gehen, wenn man nirgendwo hingehen kann? Hast du Angst? Hast du Angst? Bist du ohne Hoffnung? Bist du ohne Gott? Ja, des Öfteren. Er hat ziemlich viel zu tun, deswegen... Ein bisschen. Are you frightened? Are you without hope? Are you without God? Gott ist hinter der Tür. Oder so. Glaub, ich will hier wirklich nicht sein. La la la. So ein Schwein? Da müssen wir irgendwann hin. Guck mal hier. Nein. Auch nicht. Wie oft muss ich denn durch diesen Raum noch gehen? Omi? Ich habe tolle Neuigkeiten. Ich war einer der Empfänger des Stipendiums. Es gibt jedoch einen Nachteil. Ich kann es nur für bestimmte Colleges verwenden. Die Liste, die sie mir gegeben haben, ist nur allzu weit weg, um täglich von unserem Haus und dem College zu pendeln. Also müsste ich definitiv umziehen. Das Problem dabei ist, dass sich niemand um meine Großmutter kümmern kann. Ich kann sie nicht einfach verlassen. Sie kann nicht kochen, Lebensmittel kaufen oder etwas alleine machen. Ich bin praktisch ihr Hausmeister und nicht ihr Enkel. Wenn ich sie verlasse, wird sie wahrscheinlich durch Verhungern oder eine Art Unfall sterben. Es fühlt sich an, als hätte ich hier nicht viele Möglichkeiten. Als... Kollege James, ich hoffe, du hast nicht das gemacht, was ich glaube, dass du gemacht hast. Gehen wir sofort hin. Kann doch nichts dafür. Kann echt nichts dafür. Hi. Okay. Verlässt du mich auch? Ja, jetzt schon. Knock, knock. Knocking on Heaven's door. Und es geht weiter.
Lass mich raten, ich muss hier weiter. Ja. Kein Zettel? Alter Knopf. Omi. Kleine Omi. Ah. Oh. Auf den Hammer war Blut. Auf den Hammer war Blut. Ich kann mir schon denken, was Klein James gemacht hat. Ja, ich sag mal nichts, was ich gerade gemacht habe. Ich lasse es einfach mal so in den Raum stehen. Das weiß keiner, hat keiner gesehen, außer ich. Ich fand's witzig. Kein Zettel? Knacking. Ich finde die Oma schrecklich, die da zufällig steht. Gisela. Will ich dir näher kommen? Mehr als sterben kann ich ja jetzt nicht, ne? Egal. Knack, knack, knacking on heaven. Oh, hab ich Gänsehaut. Alter. Gänsehaut. Oh. War das falsch? Hä? James, it's been a while since our last encounter. That was a lot of information to absorb. I hope you got most of it, but I'll try to summarize the best that I can. You were trying your hardest to get by high school while also taking care of your grandmother, along with holding a part-time job. At the end of high school, you had amazing grades and received a full-ride scholarship. The only problem was you would have to leave your grandmother to attend college. She raised you all by herself after your parents passed away. It tore you up inside, knowing that you would have to abandon her to move forward in your life. Slowly but surely, her condition kept deteriorating, to the point where it was an extreme burden to provide care for her. You had to make a choice, abandon her and move on with your life, or throw away a full-ride scholarship and sacrifice your potential to take care of her. Are you ready to find out what choice you made? This is kind of exciting, isn't it? Well, I won't make you wait any longer. You chose to stay. You felt that it would be wrong to abandon her, especially when she needed you the most. She took care of you when you were abandoned, right? You were just returning the favor. If you haven't noticed, this area represents your old job, the one you worked while taking care of your grandmother after you graduated. First thing you should probably do is sign in. Enter the door to your left and find your ID card. I'll speak to you soon. Good luck. Hä?
Ich dachte jetzt voll, aber da war doch Blut am Hammer. Jetzt mal kurz auf Klo. Ohne Klopapier? Ui. Oh, pardon. Die nehmen wir mal mit. Was? Ach, wir waren ein paar. Ach, anstatt unser Studium zu machen, haben wir hier Pakete eingeräumt und haben uns. Are you having fun organizing those boxes? Klar, ich bekomme dafür Geld. Und unser ganzes Talent wurde dann halt. Ja, konnten wir nicht ausleben. War voll Spaß. Bisschen Musik in die Ohren, wollte ich schon sagen. Bisschen Musik hören und dann anstatt immer nur eine zu nehmen. Ja. Ja, schon. So. Das. Auch hier hin. Ich kann sortieren. Hey, I think you missed one. Look over there. Aber nichts übersehen. Lass mich mal. Mach das voll konkret und voll super und so. Ich bin voll multitaskingfähig. Guck mal, ich kann Kisten einräumen. Das ist lobenswert. Hallo? Kumpel, machst du mich gerade leicht wütend oder aggressiv auf meine Großmutter, die rein gar nichts dafür kann, dass sie Parkinson hat, Alzheimer, wahrscheinlich auch mit toten Menschen quatscht? Uncool, ne? Ist ein bisschen uncool. Dafür hat meine Omi mir den Arsch abgewischt als Säugling. Macht doch Spaß. Ist eine Abwechslung, mal dir andere Kisten reinräumen. Und dann kommen die nächsten und machen alles wieder. Think of all the potential you wasted. Was it worth it? Doing the same thing every single day. Tja, lalalala. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir das machen müssen, aber ich mach's einfach mal. Der wird uns ja jetzt weiter vollstopfen. Ich meinte, ich finde, guck doch mal, wir machen das richtig schick. Das ist richtig symmetrisch und einheitlich. Da komme ich nicht mal hin, auch nicht mal im realen Leben hin.
tedious than taking care of her? Schade. Hier kommt sie hin. Wahrscheinlich verpenne ich gerade irgendwas. Komm, Leute, das schaffen wir. Das schaffen wir schon irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht können wir auch abhauen und, It might seem like I'm trying to belittle you, but I'm just relaying the thoughts you had at the time. Ja, erzähl ruhig deine Gedanken. Ich mach meine 50 voll, das ist wunderschön. Mal 9 Stück brauchen wir noch. Das schaffen wir. Wenn wir über die ganzen Pakete rüberlecken, derjenige, der das als nächstes anhebt, hat dann meine Keime. Ja. Ah, kommt. Jetzt noch 5. It's an interesting concept, isn't it? Sacrificing the future for the present. Ja. Sacrificing all that potential to have a clear conscience. Was it worth it? Lass mich meine 50 voll machen. Mein Ehrgeiz ist geweckt. Ja, komm, das schaffen wir, Leute. Das schaffen wir. So, sind dann 8 Stunden vorbei? Darf ich dann nach Hause? Ist Mittagspause dann? Wow, great job, James. Are you ready to start all over again tomorrow? Klar. Ich würde die Arbeit komplett fertig machen, da hätte ich morgen diesen Schrott nicht. Bringe ich jetzt noch die letzten weg? Hier, Überstunden. Werden die bezahlt? Ich hoffe doch. Das ist eine ganz tolle Firma und die bezahlt Überstunden. Alter, die auch noch? Sag mir bloß, ich kann. Kommt, Leute, die 60 machen wir noch. Vielleicht bekommen wir eine Errungenschaft. Errungenschaft, ja, lasst uns mal gucken. Und zwar werde ich damit die Folge komplett in die Länge ziehen. Das schaffen wir. Können wir das schaffen? Nee. Alter, ist das viel. Und die unteren Dinger kann ich, glaube ich, nicht nehmen, oder? Irgendwie nicht, nein. Die auch? Ich würde sagen, Leute, spult mal eine Runde vor. Ich weiß auch nicht, ich will gucken, ob da irgendwas jetzt passiert. Oder ob wir die ganze Scheiße umsonst gemacht haben. Für meine Großmutter! Umi, ich liebe dich. Das aufheben? War klar, dass ich die aufheben kann. Damit meine Omi was zu essen hat.
Ich find's, Leute, das ist symmetrisch und gerade. Ey, Schulterklopfer für mich. Verlasse deinen Arbeitsplatz immer sauber und ordentlich. Ah ja. Wir haben es gleich geschafft, wartet. Wir haben es gleich. Oh nein, nee, oder? Habe ich da gerade noch mehr gesehen? Ich glaube, ich habe da noch mehr gesehen. Oh, nicht dein Ernst. Leute, spult echt vor. Ist nämlich, glaube ich, gerade arschlangweilig, aber ich will gucken, ob irgendwas passiert. Was ist das, was? Hey, uncool. Was ist damit? Wartet mal, was muss ich jetzt irgendwas machen? Wenn sie an dem sie einen Boxen Enzegrei mit dem Schild Exit stellen. Jedes Regal kann nur eine Art von Box aufnehmen. Daher müssen sie die Boxen entsprechend. Ja, hab ich. Nein, oder? Ich kann die da unten doch nehmen? Wartet. Rennen, Kamera interagieren. Links, rechts, nein. Ich kann die doch nehmen. Aber sehr schlecht. Na. Gut, ich glaube, das reicht. Das wird mir jetzt auch ein bisschen zu viel. Geh mal wieder hier raus. Gut, wie gesagt, ich habe keinen Bock, jetzt die ganzen Regale jetzt wirklich bis 100 zu gehen. Ist nichts passiert, hätten wir machen können, aber ich will auch jetzt nicht so lang das Let's Play hinausziehen. Ich hätte auch einen Cut machen können, aber Speicher. Ladebildschirm, kein Speicher. Wir sind wieder bei der Umi. Das sind aber große Schuhe. Welcome home. Ich dachte eigentlich, dass wir fertig sind. Nicht so weit gehofft eigentlich. Ach, wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Hose Omi, nackig in der Badewanne. Gut, Keller will ich nicht runter. Höre Musik. Was zum Henker ist das für eine Hütte?
Was zum... Einen Hammer, eine sehr... Das was? Eine sehr kleine Säge. Ich dachte, ich hätte gerade was gehört. Darf wahrscheinlich runter in den Keller. Wir suchen jetzt keine Nägel, oder? Oder ein Tür, wo Musik herkommt. Standen Bohlen bzw. Bretter. Und könnte es sein, dass wir Umi da gleich einsperren? Oder irgendwas anderes machen? Habe ich hier was? Nein. Tut mir leid, Leute, aber... Oh! Ja! Sorry, Leute, aber, ich würde das Spiel gerne in ganzen Stück auf die, hochstellen. Schlafzimmer, das habe ich ja... Schlafzimmer? Oh, oh, fuck. Schlafzimmer, Schlafzimmer, Schlafzimmer. Ein Gameset habe ich ja gar nicht gesehen. Aua. Leute, es blutet mir echt das Herz. Die Arme. Tut mir die leid. Hat so eine Gewissensbisse wegen ihren Mannes und dem Enkelsohn und wird jetzt so behandelt. Oh, guck mal, da. Den habe ich ja. Säubern Sie beschädigte Teller, verstecken das Küchenmesser unter deinem Bett, überprüfen Sie alle mal jetzt an den... Okay. Haben wir? Verstecke, überprüfen Sie alle E-Mails am Telefon. Nimm den Hammer im Herd, schalte alle Lichter aus.
Da haben wir. Guck nochmal unten. Hier ist soweit alles fertig. Haben wir Küchenmesser soweit alle mitgenommen? Ja. Na klar. Der Lichtschalter ist da hinten. So. Hier können wir komischerweise nichts machen. Ist klar. Ist hier noch irgendwo... Dass Omi gleich irgendwo herkommt. Mir tut sie wirklich so dermaßen leid. Aber okay, sie sich vielleicht in irgendeiner Weise wehtut. Ins Bett. Was für ein Telefon auf dem Tisch? Ah, jetzt. Es ist bedauerlich, dass Sie unsere abgelehnt haben. Vielen Dank für Ihre Bewerbung und wir hoffen, dass Sie bei all Ihren zukünftigen Bemühungen erfolgreich sind. So, danke. Oh, jetzt können wir schlafen gehen. Haben sie echt abgelehnt? Vielleicht kommt irgendwas. Alter. Was war das?
Scheiße. Scheiße. Nee, mach Ton leiser. Alter. Also die Atmosphäre ist echt genial bei diesem Spiel. Omi? Omi? Schmerz, bist du voll davon? Geduld hast du keine mehr. James, wann wird dein Leiden enden? Omi? Die ist jetzt nicht beim Messer, oder? Pain. Are you full of it? Patience. Are you out of it? James. When will your suffering end? You wanted her to die, didn't you? Not for her sake, but for your own. You yearned for her death, not because her suffering would cease. It was because yours would cease as well. Ich habe keinen Bock mehr. Schalalalalalala. Heute habe ich meinen Laptop kaputt gemacht. Ich ließ sie nur für ein paar Minuten allein, während ich im Badezimmer war. Ich schätze, sie ging in mein Schlafzimmer und hatte eine Episode. Ich muss meine Ersparnisse ablassen, um sie zu ersetzen. Ich kann das Messer nicht nehmen. Will nicht mehr. Ich muss schauen, ob ich es schaffe, die ganze Folge so hochzuladen. Kann aber auch sein, dass ich die gestückelt hochladen muss. Ich will einen Hinweis. Do you feel the resentment pulsating through your veins? Do you feel the last breath of patience exiting your body? Do you feel the rage welling up? Overflowing? Displacing empathy? Sympathy and love. Do you hear it? It's calling you.
Alter, wie lange geht das Spiel noch? Ich dachte, wir hätten Spoiler so langsam. Ich habe etwas Unaussprechliches getan. Ich habe sie getötet. Ich habe sie beide ermordet. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich hatte nichts mehr, wofür ich noch leben konnte. Es tut mir leid. An diesem Wochenende tauchte ein brutaler Tatort in einem ruhigen Viertel. Your grandparents were involved in an accident that killed your grandfather and your infant brother. It wasn't your grandmother's fault entirely, but your parents couldn't help but put the blame on her. With no family or friends left, living a hopeless and bleak existence, your grandmother decided to murder them. With your parents out of the way, she could raise you all by herself. Her desire was selfish and evil. That was all you needed. A way to justify her death. A way to break the burden of taking care of her. Do you remember what you did? I'll walk you through it once more, just in case you've forgotten. Gut, das hatten wir. Hatten wir auch. Was soll ich jetzt hier machen? Hab ich hier alles? Durchgelesen. So kann ich wieder zurück. Alter, haben wir die jetzt doch umgebracht, unser Großmütterchen? Sorgen Sie sich das Messer, holen Sie sich das neue Funkgerät, Telefon holen, legen Sie das Messer auf Ihr Bett. Holen Sie sich Telefon. Jetzt hat er es genommen. Ach du Scheiße. Legen Sie das Messer auf Ihr Bett. Ihr oder mein Bett? Also wartet mal. Telefon auf ihr Bett. Funkgerät. Telefon.
stimmt irgendwas nicht. Das ist echt brutal. Das war gerade echt brutal. Hätte ich dazwischen gehen können? Ich weiß es nicht. James, you murdered her. You knew about her delusions. She always talked about the man in the radio, so you decided to become that character. You replaced the old radio and then played an audio file telling her to stab herself repeatedly with a knife. You knew she was delusional and had episodes of schizophrenia. She followed your instructions and eventually bled to death due to her self-inflicted injuries. Since all the evidence pointed to a suicide, you weren't charged with anything. You finally got what you wanted. You were finally free. You might be wondering how exactly you ended up dead. Well, for the first few months, you lived your life carefree. You actually enjoyed life to some extent, not being tied down by an ill relative. But eventually, that all came crashing down. It started off with brief, horrific, gruesome nightmares. Visions of her stabbing herself endlessly. Blood gushing out of her wounds, flooding your mind with blood-red guilt. Slowly, these nightmares leaked into your daily life. You'd see her out of the corner of your eye, whether you were driving, walking down the street, or at work. Even though you killed her, she never really left. She lived in your mind and haunted you every day until you eventually couldn't fall asleep. Every time you closed your eyes, even for the briefest of moments, she'd manifest in your subconscious. Eventually, you went to the hospital and you were prescribed sleep medicine, but that only suppressed the issue. Slowly, your body adjusted to the medicine and you needed to increase the dose for the medicine to be effective.
This process kept repeating until you were taking multiple times the recommended amount. You were addicted, until one night you overdosed on sleep medication. Right now, in this moment, your physical body is currently in a hospital bed, hovering between the thin line of life and death. You're still probably wondering why you're here in God's basement. I'll finally tell you who I am and what this place really is. God's basement is a realm for those who have committed great sin but are still redeemable. The individuals that arrive in God's basement relive their own versions of hell, allowing them to reflect on their life and watch their slow descent into evil. Their resentment, hate, bitterness, and jealousy accumulate, until those emotions manifest themselves through atrocious acts, yours being murder. You were backed into a corner, watching your life slowly pass you by. All those opportunities you sacrificed. All that potential wasted. You became bitter and resentful. Many could sympathize with you. Many might have even done the same. You were hopeless, and it felt like you were inside a living hell. I am called the Operator. I am an entity that manifests in God's basement. I manifest myself in different ways depending on the person. My job is to guide the person inside God's basement and allow them to relive their life from a different perspective. In your case, I manifested with many characteristics resembling the man in the radio. Hopefully this explanation cleared everything up. You're still probably wondering what happens now that you have all your memories. I mentioned earlier that God's basement are for those who are still redeemable. Even though you committed an atrocious sin, you were trapped in a hopeless existence. Also, the person you killed wasn't really your grandmother. She was a shell of her former self. Your grandmother died long ago. Part of you wanted to see her suffering cease. Your crime was both cruel and merciful at the same time. You are going to get a second chance at life. Pretty soon you're going to wake up in a hospital bed out of your drug-induced coma. Learn to live with what you did. The feelings of guilt, paranoia, and pain will never completely go away. James, make the most out of life, and be grateful for this second chance. One last thing. Good luck. Ja, ihr Lieben, und das war God's Basement, ein kleines Horrorspiel, was eigentlich nur von der Atmosphäre gelebt hat. Ja, okay, gelegentlich Groß-Omi war mit dabei, aber ich muss sagen, es hat mir doch gut gefallen. Es hat eine ziemlich gute Atmosphäre, kaum Jumpscares, war mal was anderes. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich verabschiede mich für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Halloween-Nacht.
und würde sagen, wir sehen uns bei dem nächsten Projekt. Bis dann, ihr Lieben. Ciao, ciao.